Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bott. Wie immer im Sommer sind wir nicht im Studio, sondern hier heute auf dem Schlossfeld, auf dem Areal vom FC Willisau. Das hat seinen guten Grund. Sommerzeit ist ja auch Lagerzeit. Über 20 Lager werden allein von Vereinen im WB-Gebiet abgehalten im Moment. Im WB-Lagerreport können Sie regelmässig darüber lesen. Am 5. August ist es auch für den FC Willisau soweit. Das Juniorenlager ist das Jahr in Bad Ragaz. Und es ist ein spezielles Lager, es ist nämlich das 50. beziehungsweise vor 50 Jahren hat das erste Lager stattgefunden. Das war 1973 in Schgampf. Der Lagerleiter war damals Roberto Rumi. Er ist mein einziger Gast heute. Und der aktuelle Lagerleiter jetzt das Jahr ist der Stefan Schärli, mein zweiter Gast. Herzlich willkommen euch beiden. Danke. Danke. Roberto Rumi, 1973. Ist das erste Lager in Schgampf. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie ist die Idee entstanden, so ein Lager zu organisieren? In Willisau hat man ja eigentlich nur ein Schülerlager gekannt. Aber das Schülerlager war damals vom SAC organisiert und hat nur aus Wanderungen bestanden. Man ist auch hier 14 Tage ins Lager gegangen. Das haben wir als Kind schon genossen. Aber mit der Zeit ist das einfach ein bisschen aus der Mode kommen. Und so hat der damalige Schulpflegepräsident mit mir geredet und hat gesagt, du könntest du nicht neben dem Skilager auch noch etwas für das Sommerlager machen. Und ich habe dann durch den Winter durch mir das ein bisschen überlegt und bin dann zum Schluss gekommen, ich möchte ein polysportives Lager machen. Und das wäre der Grundgedanke gewesen, FC Willisau, Zegi Willisau, Jugendriege Willisau und SAC. Weil damals hat man ja noch einen Leistungsmarsch machen. Da wären die SAC-Zähler mit ihren Zweitageswanderungen auch zum Hankos gekommen. Wir hatten eine Zusammenkunft im damaligen Hirschen und wir haben das Langen und Breiten beraten, aber aus x welchen Gründen ist denn das halt einfach nicht zustande gekommen. Es sind auch finanzielle Aspekte hinterher gewesen. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Und damals hat der Innerschweizerische Fußballverband mit Juniorenturnieren angefangen. Und der Bäremiu und ich sind dann damals einmal mit den D-Junioren auf Cham an ein Turnier. Und in der Zwischenzeit haben wir miteinander ein diskutiert. Und so ist der Gedanke entstanden, dass wenn er, der immer im SAC-Lager auch ist, kochen und so, zusammen mit dem Hermann Valer würde Küche übernehmen, würde ich das organisieren. Er hat mir zugesagt und so ist dann das Lager lanciert worden. Was war so die Grundzielsetzung von diesem Lager? Ja, die Grundzielsetzung war damals, wir sind erstens einmal sind wir 14 Tage gegangen und die Zielsetzung war, unseren Junioren 14 Tage Sommerferien zu bieten. Damals sind zum Teil noch A-Junioren mitgekommen. Stellen Sie sich das heute vor, A-Junioren gingen ins FC-Lager. Die haben heute andere Domizile, wo sie in die Ferien gehen. Aber für die sind das willkommene Ferien. Ich habe heute noch Männer, die kommen und sagen, du, das ist ja alles schön gewesen, wir können mit dir in die Ferien kommen. Gehören auch zu denen. Die nächste Frage noch. Wie viele Leiter sind denn damals gewesen? Wie viele Junioren im ersten Lager? Also im ersten Lager waren wir 40 Junioren gewesen, rund 40 Junioren und etwa 10 Leiter. Stefan Schärli, wie sieht das heute aus? Wie viele Leiter braucht es heute und wie viele Junioren sind das? Ja, es ist eigentlich ziemlich genau eine Verdopplung. Also wir sind heute dieses Jahr das erste Mal knapp 80 Kinder. Davon 13 Mädchen. Ich denke, das ist auch anders als früher. Und das ist für uns eine sehr schöne Tendenz, dass immer mehr Mädchen sich zum Fußball bekennen und auch mit ins Lager kommen. Und Begleitpersonen sind wir insgesamt 27. 4 davon in der Küche. Und dann haben wir noch 7 Jungleiter. Das sind junge Erwachsene, die bezahlt sind, für uns Kinder ins Lager zu kommen. Aber gleich wird der Fußball in den Ferienbetrieben und so uns können wir unterstützen in der Leitung, vor allem auf dem Trainingsplatz. Von der Zielsetzung her hat sich da etwas geändert für die heutige Zeit?
Nein, grundsätzlich, die Zielsetzung, glaube ich, hat sich nicht viel verändert. Was das erste Ziel ist für uns aus der OK oder Lagerleitung, wir wollen den Kindern einfach eine spassige Lagerwoche bereiten. Und selbstverständlich nimmt der Fußball dort eine ganz wichtige, zentrale Rolle ein. Aber sie sollen sich können, unabhängig von den Eltern, die eine Lagerwoche erleben und Spass haben. Ihr geht das Jahr auf Bad Ragaz. Wie wählt man eigentlich so einen Lagerort aus? Gibt es da gewisse Kriterien? Ja, also grundsätzlich ist das heutzutage gar nicht mehr so einfach, gegen die Lagerhäuser Unterkünfte zu finden. Auf der einen Seite brauchen wir, eben, wie gesagt, etwa für 100, 120 Leute Platz. Wir müssen es ganz klar trennen zwischen Mädchen und Buben. Das ist auch eine Voraussetzung, die wir erfüllen müssen. Es muss finanzierbar sein. Wir müssen dieses Lager komplett selber finanzieren. Und das Dritte ist natürlich, wir müssen eine Fußballinfrastruktur irgendwo in der Nähe haben, wo wir mehrere Plätze brauchen mit 80 Kindern. Und das ist in Bad Ragaz und Appenzell, wo wir ja abwechslungsweise hingehen, einfach sehr gut gegeben. Das ist, kann ich mich erinnern, früher noch ein bisschen anders gewesen. Also ich weiss noch, zu Brigels, 5 oder 76, haben wir überhaupt keinen Fußballplatz gehabt, oder? Ja, das ist natürlich für uns damals ist sehr schwierig gewesen, ein Lagerhaus mit der entsprechenden Infrastruktur überzukommen. Ich habe meine Beziehungen militärisch zu der FLAP gehabt und aus dem Grund bin ich dann auch auf die Idee gekommen, dass wir die FLAP-Lager, die zur Verfügung gestellt werden, dass wir auch die angehen und benutzen. Klar haben wir auch in Skanf, wie zu Brigels, haben wir natürlich grosse Schwierigkeiten gehabt mit Trainingsplätzen. Aber wir haben damals schon unser I&S-Programm, das vorgeschrieben war, haben wir grossmehrheitlich durchgezogen, so gut wie es gegangen ist. Und haben dann halt müssen einfach so, ja, einfach auseinandergehen, gruppenweise auseinandergehen und entsprechende Plätze besuchen, wo wir können trainieren konnten. Wäre das noch möglich? Denkst du, wie mit der heutigen Jugend, sage ich jetzt mal, dass wir die noch motivieren können für so doch relativ spartanische Lager? Nein, das glaube ich nicht. Und das muss auch gar nicht so sein. Vor 50 Jahren, das war einfach eine andere Zeit gewesen, oder? Und da ist man sich auch anders gewöhnt gewesen. Aber in der heutigen Zeit, da bin ich überzeugt, wir haben ja auch die Infrastrukturen, die wir heute überkommt, oder? Das haben wir nicht gehabt. Wir haben die richtig müssen suchen. Später dann in Taverne und in Kreuzlingen mit den FAD-Kasernen, die ich gefunden habe, da haben wir dann natürlich schon ganz andere Voraussetzungen gehabt. Da ist es dann schon fast an das gekommen, was wir heute haben. Jetzt damals hat man ja noch zweimal am Tag richtig trainiert. Also das ist eben im Zentrum gestanden. Das ist diskussionslos angenommen worden. Ja, die Junioren haben damals auch nicht viel anders gewusst. Aber wir haben immer probiert, dass wir einen lockeren Lagerbetrieb haben. Wir sind mit den Buben in die Bade gegangen, in die nächste Bade. Wir haben Ausflüge organisiert. Ich denke, das Kampf in die Avoletzaufen, das war damals das ist eine gewaltige das Erlebnis gesehen, das sie bekommen haben. Und so haben wir einfach immer die Tage probiert, ein bisschen zu unterbrechen. Und so. Wir haben nicht stur nur auf Fußball trainiert. Aber Fußball ist auch in vorderster Front gestanden, damals schon. Das ist ja heute auch noch so, hast du gesagt vorhin. Und gleich, es ist ein bisschen polysportiver geworden. Was macht man da so noch nebst dem Fußball in einem Lager? Also ich merke gerade von der Ausführung von Robi, dass sich das gar nicht so wahnsinnig geändert hat. Natürlich ist der Fokus auf dem Fußball. Wir trainieren diverse Mal. Fangen schon am Samstagabend kurz nach der Anreise an mit dem ersten Training. Fußball ist immer noch Fußball-WM, wo wir Teams von Alt und Jung und Mädchen und Buben komplett mischen und sie eine WM austragen. Wir haben den Abwäsch-Göpp, eines der Highlights, wo die ältesten Kinder gegen die Leiter wirklich einen Match spielen und der Verlierer am Folgetag muss abwäschen. Das ist so rund um Fußball. Und der Rest ist sehr ähnlich. Wir gehen zweimal in Bade. Wir machen einen Ausflug mit den Kindern in die Tamina-Schlucht dieses Jahr in Bad Ragaz. Wir machen das Quiz verbunden mit einem Postenlauf im Dorf, dass sie das Dorf lernen können, Bad Ragaz. Wir haben eine Olympiade. Und einmal wollen wir noch eine Dreifachturnhalle dazu mieten, wo wir polysportiv, wie du gesagt hast, mit Unihockey und Basket so ein bisschen, dass die Lagerwoche dann abrunden. Aber grundsätzlich ändert sich da, merke ich, nicht sehr viel zu früher. Ja. Der Abwäschgab, glaube ich, der hat schon vor 50 Jahren gegeben, oder? Ja, das freut mich. Und ich bin mit dem FC Lager heute immer noch verbunden. Ich lese immer mit grossem Interesse, was sie machen und wie das abläuft. Und ich habe immer grosse Freude, dass Sachen,
die wir vor 50 Jahren gemacht haben, dass die heute immer noch Bestand haben. Ich denke eben, wie der Abwäschköpp, oder? Das ist aus meiner Feder gekommen. Wir haben Lotto gemacht, wir haben OL im Dorf gemacht und so weiter. Hat alles immer noch Bestand und das freut mich, dass wir hier damals schon auf der richtigen Bahn gewesen sind. Das zentrale Element von jedem Lager ist natürlich die Küche. Man hat sich da das kulinarische Angebot ein bisschen verändert. Ich denke, heute isst man nicht mehr gleich wie vor 50 Jahren. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber wir haben natürlich schon festgestellt, Küche ist ein ganz zentrales, wichtiges Element in einer Lagerwoche. Je besser du isst, je mehr dass die Menü auf die Kinder abgestimmt sind, desto besser ist die Stimmung einfach. Das nimmst du mit. Und wir haben ein grosses Glück, dass unser Küchenchef, der Küchenchef ist vom Campus Orsi. Der ist sich natürlich, für ihn ist Kochen für eine grosse Gruppe gar nichts anderes. Das zeichnet sich schon ab beim Einkauf. Wir haben fast keinen Abfall. Und natürlich tut er auch die Menü entsprechend in den Kindern anpassen. Das fängt an bei Spaghetti, was ganz etwas Einfaches ist. Und nachher sind es wirklich Menü, die Kinder lieben, wie Chicken Nuggets. Wir haben Fajitas-Blausch, wir haben Hamburger-Blausch. Und die Kinder die flippen jeweils aus, wenn sie da können, alle Diskretion sich vergnügen am Buffet. Und was hat es vor 50 Jahren so auf dem Mittagstisch gegeben? Ja, wie der Stefan sagt, wir haben auch damals probiert, unseren Menüplan dem anzupassen, den Kindern anzupassen. Aber wir mussten natürlich mit den Finanzen einfach sorgfältig umgehen. So sind wir natürlich begnadigt gewesen, dass wir beim Vater Stöckli können von der Hohweg unsere Sachen beziehen. Wir haben über den I&S haben wir bei der Armee können, Esswaren beziehen. Und jetzt müsst ihr gut hören. Wir haben harassenweise Gurken, Blumenkohl und Salat von der Gemüsepflanzerei in den Hoppöschen, wo wir die Harassen für einen Fünfleiber bekommen haben, haben wir natürlich mit ins Lager geschleppt und in diesen kalten Kellerrunden über die Runde gebracht. Aber wir haben auch in den Kindern immer angepasst, was sie gerne würden essen. Es war einfach einfache Hausmannskost. Mhm. Und so hat es einfach halt zum Morgen einen Ankerbock und Milchkaffee oder Ofo gegeben. Mhm. Gibt es ein spezielles Lagererlebnis, das euch jetzt ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Nein, also grundsätzlich in den Jahren, als ich jetzt die Lagerleitung mache, bin ich mal froh, dass wir von gröberen Umfällen verschont geblieben sind. Wir haben nie etwas gehabt. Das ist für mich mal das zentrale Element. Das ist eines der Lagererlebnisse. Und sonst bleiben dem einfach die strahlenden Gesichter der Kinder. Das ist das, wenn sie am Samstagmorgen kommen, wo wir unseren Treffpunkt haben und das Lagershirt fassen. Das ist etwas, was einem auch motiviert, gerade im nächsten Jahr wieder zu gehen. Oder? Und man sieht, wie sich die Gruppendynamik, wie sich das entwickelt, wie die Spass haben miteinander, jung und alt eben. Das vermischt sich in einem Lager ab dem zweiten Tag total, Mädchen, Buben. Und das sind die Lagererlebnisse, die einfach mehr bleiben und mich motivieren, das zu machen. Ja. Roberto, hast du irgendein spezielles Erlebnis, das dir geblieben ist? Ja, das ist auch zu unserer Zeit. Wir haben damals auch schon mit Gruppen funktioniert. Und haben auch ein Wertesystem gehabt, wo es am Schluss auch eine Rangverkündigung mit Preisen gab. Aber auch die glücklichen Buben zu sehen, wenn sie können, tagtäglich shooten und ihr Hobby können pflegen können und keinen Unfall hatten. Das war immer das Wichtigste gewesen, oder? Und doch sind wir bald an einem gewaltigen Unfall und das ist ein gewaltiges Erlebnis gewesen, wo mir heute noch bleibt. Mhm. Wir sind in Gravilar gewesen und das, weil wir immer 14 Tage in Ferien sind, sind wir natürlich über den 1. August gewesen und dann haben die Kinder 1. August Material mitgenommen. Und aus Unfallgründen, das habe ich zu verhindern, habe ich natürlich die Sachen einkassiert, in einer Kiste gelagert. Und dann sind wir an den Lagerplatz gegangen, wo der Jockey ein Feuer gemacht hat und haben den 1. August gefeiert. Und ich habe alle 1. August-Material unter einem Baumstamm gelagert. Und irgendeiner hat ohne meine Aufsicht dort eine Sonne abgelassen, die natürlich gewaltig gestrahlt hat und plötzlich hat das zu dieser Kiste aus zischen und motten und klöpfen und tun. Und ich habe nur noch gelernt, alle
weg und ins Bachbord runterliegen. Wir mussten also grenadiermässig flüchten. Ja, oder? Ja. Also das war eine gewaltige Sache. Und es ist zum Glück nichts passiert. Ja, das und das Highlight war natürlich auch immer der Elternbesuchstag. Zwischen diesen 14 Tagen sind am Sonntag die Eltern die Kinder besucht. Mhm. Die sind bis aufs Kamfu gefahren, oder? Mit ihrem Auto damals schon. Ja. Das gibt es heute auch noch. Es ist ja nur noch eine Wochenlagerunterschied so damals, so ein Besuchstag. Nein, das machen wir nicht mehr. Gäste sind bei uns willkommen, dürfen auch im Lagerhaus übernachten, wenn man Platz ist, überhaupt kein Problem. Aber einen Besuchstag haben wir aufgrund von dem, was du sagst, dass es nur noch ein Wochenlager ist, haben wir das nicht. Nein. Mhm. Jetzt am 5. August geht es wieder los, Stefan Schärli. Wo freust du dich am meisten? Ja, grundsätzlich auf das, was ich eigentlich schon gesagt habe, auf die Gesichter, strahlenden Gesichter der Kinder. Mhm. Unter die strahlenden Gesichter, wenn wir zurückkommen, auch von den Eltern, die wahnsinnig Freude haben, wenn wir die Kinder wieder zurückbringen. Und wie gesagt, auch wenn ich die Kinder hier übergeben kann, am Schloss aus Lager leite und alle sind gesund, nebst ein bisschen vielleicht Blottern und Muskelkater ist nichts passiert. Das sind die Sachen, die ich mich am meisten freue. Und nicht zu vergessen, und das muss ich auch hier erwähnen, sind die Öben, wenn die Kinder im Bett sind, wo wir unter den Leiterinnen und Leitern verbringen, gute Gespräche nehmen, philosophieren, auch mal ein Fest. Das ist auch das, was dazugehört. Und auf das freue ich mich selbstverständlich auch. Hey Roberto Rumi, hast du noch Kontakt heute mit dem FC Lager? Also ganz direkten Kontakt habe ich eigentlich nicht, aber ich bin sehr interessiert, was sie möchten. Ich frage auch immer wieder Buben fragen, gehen sie ins Lager, was machen sie, gefällt sich im Lager und so weiter, was haben sie gemacht. Und das ist für mich genug, dass das nach 50 Jahren immer noch Bestand hat. Mhm. Und dazu wünsche ich dir, Stefan, und deiner Crew, alles Gute he? Und geniessen und nenn dich die Freiheit, am Abend etwa eins zu nehmen. Das haben wir nämlich auch gemacht. Danke. Ja. Eine weitere Konstante, Roberto Rumi, Stefan Schärli, ganz herzlichen Dank, sind ihr heute hier gewesen. Danke auch stellvertretend für all die Hunderte von Lagerleiterinnen und Lagerleiter, die sich ehrenamtlich für unsere Jugend engagieren. Das war es, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, vom WB-Gespräch vom Juli. Danke für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie sind auch den nächsten Monat wieder dabei. Bis dann geniessen Sie den hoffentlich warmen Sommer. Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.